Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ruse Multiplayer Schlacht. Um weiterhin in der Reihenfolge der englischen Folgen zu bleiben, mache ich jetzt auch diese Runde. Hierzu muss ich kurz was sagen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich eine Runde gezeigt habe, wo ich nicht dabei war. Das mache ich auch seit ein paar Wochen schon immer montags auf Englisch. Und wenn ich jetzt endlich auf dem gleichen Stand bin, kommt jeden Montag halt eine Runde von Freunden oder eine sehr große Runde. Ja, vielen Dank an Intel Destroyer. Er hat mir jetzt mehr und mehr Folgen geschickt. Er und er spielen meistens zusammen, sind besser als ich. Ich spiele mit denen manchmal auch zusammen, macht immer viel Spaß mit denen, sind richtig coole Jungs. Ja, die Gegner werden wahrscheinlich auch alle besser als ich sein. Deswegen bin ich umso froher, halt auch sowas zeigen zu können. Ja, gehen wir doch gleich mal ins Spiel rein. Ich werde jetzt halt auch die Runde auf doppelter Geschwindigkeit machen. Wenn ihr da nochmal in Ruhe was gucken wollt, könnt ihr gerne auf der englischen Runde gucken. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, in circa einer Woche auf dem gleichen Stand bin mit Deutsch und Englisch, dann kommen halt immer beide Folgen am gleichen Tag und auch auf einfache Geschwindigkeit. Nur jetzt mache ich es halt diesmal auf Zweier, um wirklich aufzuholen. So, Intel Destroyer spielt als Ami, Intel Demolisher als Russe. Hier drüben haben wir einen Russe und einen Ami, das gleiche wie hier. Hier drüben haben wir zwei Italiener. Hier haben wir einen Deutschen und einen Ami. Ja. Ich werde auch eher auf die Einheiten achten, nicht so unbedingt auf die Gebäude. Jo. Fangen wir doch einfach mal an. So, man sieht gar nicht, was gebaut wird. Okay, wahrscheinlich 1, 2, 3 Depots. Hier drüben kommt Panzerabwehrbasis, Kaserne, Panzerbasis und drei Depots wahrscheinlich. Hier haben wir auch drei Depots, Kaserne, wahrscheinlich ein Flugfeld. So, hier vorne wurden Basen außerhalb gebaut. Der Ami hat Panzerabwehrbasis und Kaserne hier hingebaut. Hier kommt schon der erste Priest, um das um das Nachschubdepot wegzunehmen. Warum auch nicht? Ja, die verdrängt den Willy natürlich. Und will wahrscheinlich hier ein paar Trucks abfangen, oder? Nö, nur ein Wald rein. Hier kommt ein bisschen Luftabwehr raus. Hier haben wir einen Luftschutzbunker. Überall Aufklärung. Gute Idee. Und kleiner Panzer gegen Infanterie. Depot hier vorne auch genommen. Das wurde nicht genommen. Die wurden beide genommen. Dann kommen schon ein paar Lees an. Nice, schwere Infanterie. Schon ein bisschen was gegen Panzer und gegen Infanterie, warum auch nicht? Warum nicht? Ein paar Ju-87s. Wollen die Panzerzerstörer schwächen? Ja, jetzt gibt es hier einen kleinen Angriff mit der schweren Infanterie, um ein bisschen Schaden hier zu machen. Hier gibt es schon eine ISO. Hier sind schon Thunderbolt. Ja, diese Bunker mochte ich eigentlich nie, aber in diesem Fall sind die ganz cool, denn die können genau ungefähr bis hier schießen. Er macht jetzt mit denen das Depot kaputt oder auch wenn leichte Einheiten kommen, macht er die kaputt. Klar, die sind halt sehr fragil. Mit einem Schuss sind die platt. Aber die haben das Depot schon platt gemacht, haben sich also jetzt schon gelohnt. Ja, die Thunderbolts greifen hier an, was geht. Bisschen Luftabwehr draußen. Hier gibt es einen Angriff, aber da diese Rangers hier in dem kleinen Wald sind, machen die natürlich mehr Schaden und vertragen mehr Schaden. Deswegen machen die natürlich locker die Rangers platt. Ganz kleiner Wald, coole Sache. So, hier drüben sind ein paar Priests, Panzerabwehr gegen die Panzer der Italiener.
Und auch eine Artillerie. Die machen schon ein paar Verwaltungsgebäude. Hier gibt es noch keine. Auch noch keine. Auch noch keine. Ja, Thunderbolt spielen wieder ein bisschen mit allem. Jetzt kommt hier auch eine ISO raus. Sehr nice. Vier Jagdbomber machen ein Depot kaputt. Coole Idee. Warum auch nicht? Ja, die Thunderbolts schädigen alles, was geht. Ja, Servomotoren. Richtig cool eigentlich. Nicht der. 24 Schaden gegen Panzerung 4. Das ist genauso gut wie ein Super Pershing. Oder ein King Tiger vom Schuss her. Ja, langsam wird jetzt ziemlich viel Luftabwehr hier. Aber das wollte er wahrscheinlich auch so. Weil Luftabwehr macht nichts gegen Panzer später. Okay, das Depot wurde platt gemacht. Das hier auch. Muss er fast sein eigenes Gebäude platt machen mit dem Priest, weil der eine hier kommt. Kommt ein KV-1 raus. Gibt es ein paar Luftkämpfe hier drüben. 24. 20. Das heißt, die italienischen Jagdbomber sind besser gegen Flieger als die US. Ja, klar. Durch den Überfallangriff sind die ziemlich stark, die Rangers hier drin. Ja, er baut nur, was er braucht momentan. Vorne ein paar Panzerzerstörer, hinten was gegen Infanterie. Bisschen Luftabwehr überall. Jetzt kommen auch die ersten Verwaltungsgebäude. Hier gibt's auch. Wo ist er? Ein Sturmgeschütz, auch nicht schlecht. Schön die Panzerabwehrgeschütze schädigen, damit danach die Panzer vorrollen können. Ah, er hat schon P26 und Breda hinten dran. Jetzt gibt es hier einen kleinen Vorsturm. Ja, so im Halbkreis aufgebaut. Machen die Panzer schon die Infanteristen platt, wenn die auch nach hinten fahren, während sie schießen. Top, der Ansturm ist abgehalten. Ja, das ist halt die Sache bei 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2. Er muss sich jetzt überlegen, gehe ich jetzt wirklich sofort rein und lasse hier alles geschwächt oder tue ich wirklich nur schädigen, so viel ich kann. Einer hier gibt auf. Nice. Der Aufklärer kreist genau in der Entfernung, dass er sie sehen kann, aber nicht getroffen werden kann. Und die Artillerie schießt hier drauf. Natürlich schießt diese Artillerie aber auch auf die hier. Deswegen, die sind gar nicht schlecht an der Stelle. Die Bunker mochte ich nie, aber da macht es schon Sinn, weil eh Tarnnetz die ganze Zeit da ist. Jetzt kommen auch schon die US, aber die werden jetzt natürlich schon getroffen von der Luftabwehr. Also coole Sache. Warum eigentlich nicht an der Stelle? Hier macht das echt Sinn. Ja, hier ist halt nicht viel Verteidigung übrig. Gar nichts. Jetzt kommen optimierte Panzerabwehrgeschütze. Leider sind hier aber auch Sturmgeschütze. Die schießen natürlich weiter. 650 Meter. Das ist halt der perfekte Counter gegen solche ungepanzerten Panzerabwehrgeschütze. Jetzt kommen hier auch ein paar Priest. Hier haben wir schon einen Jagdpanther und einen Sturmtiger.
Langsam machen die jetzt auf jeden Fall mehr Geld. Hier gibt es auch die ersten Verwaltungsgebäude. Hier sind einige Verwaltungsgebäude. Hier werden es auch mehr. So, jetzt kommen mal ordentliche Panzerzerstörer. Können zwar nicht schießen, während sie sich bewegen. Sind aber ziemlich stark. 24. Okay, die Pershings sind sogar nicht mal so gut. Und ein paar T-34, ganz gut gegen Infanterie. Jetzt kommen hier Kalliope gegen die ganzen leichten Einheiten hier, warum auch nicht. Ein bisschen mit Artillerie genervt. Jetzt kommen hier M19. Noch ein paar Flieger. Ja, die haben jetzt schön die Luftabwehr platt gemacht mit der Artillerie und danach greifen sie die Panzer an. Natürlich der Sturmtiger angegangen. Hier auch schon Tiger. Ja, drüben baut sich auch eine Armee auf. P26, Semovente, Breda. Alles mit dabei. Ja, die Kalliope sind schön am Arbeiten, entfernen hier alles, was geht. Die nervigen Priests machen sofort die Luftabwehr platt. Ja, jetzt hat er geforscht. Besser. Sind nicht so stark. Wie stark sind die hier? Okay, sind ein bisschen stärker als die, aber halt nicht ganz so stark. Nur die halten halt jetzt die Artilleriebeschüsse aus. Jetzt sind noch ein paar Scheinflieger hier oben und so. Werden die Gebäude platt gemacht. Vorne Sachen gegen Panzer und der meisten Rüstung, in der Mitte Sachen gegen Infanterie und hinten Luftabwehr. Schöne Aufstellung hier. Jetzt kommt hier auch mehr Geld. Die machen aber momentan mehr Geld, weil sie halt am Anfang nicht so viel zu kämpfen hatten mit anderen. Ja, 700 Meter, 800 Meter, aber die sind schon, das heißt, der macht die locker platt. Gar kein Problem für ihn. Ja, die Kalliope hat hier alles weggenommen. Wie weit schießen die nochmal? 1 Kilometer. Ein bisschen mehr Luftabwehr. Ja, momentan sind wir in der Phase, wo die Jungs wahrscheinlich hauptsächlich Funkstille und Tarnnetz benutzen. Weil jetzt ist schon ziemlich wichtig, dass man nichts zum Anvisieren hat für Artillerie. Weil viele tun hier Artillerie sammeln oder hier, um gleich zu schießen mit einer Salve, wenn irgendwas sichtbar wird. Dann hat man natürlich mit ein paar Sekunden sofort alle Depots, Verwaltungsgebäude verloren. Jetzt geht es aufs Blockhaus hier ein bisschen. Jagdpanther 500, 24, 31. 500, 24. Bisschen langsamer, kostet 25.
Kostet 30. So, hier drüben. Ganz viele leichte Panzer, die von den Bredas mit einem Schuss vernichtet werden. So, die Thunderbolts haben irgendwas ausgeschaltet eben. Blockhaus ist weg. Leichten Einheiten gehen langsam auch weg. Hier wird ein bisschen was minimiert. Ja, die hier drüben, klar, die haben Infanterie voraus, hinten schöne optimierte Panzerabwehrgeschütze, aber natürlich sind hier mittendrin ja auch ein paar Sturmgeschütze, die natürlich schon die Panzerabwehr schädigt, bevor sie überhaupt ankommt. Ja, Verteidigung ist hier nicht mehr die größte. So, das ist, was ich meine. Jetzt sammeln sich hier hinten auf jeden Fall ein paar Mörser. Und sobald hier irgendwas sichtbar ist, sei es Fahrzeug oder Gebäude, wird sofort draufgeschossen, weil die Streuung der Artillerieschüsse tut natürlich auch Gebäude treffen, die nicht anvisiert wurden. Was ja in dem Fall ganz okay ist. Ah, jetzt wird die Stadt ein bisschen hier eingenommen. Wahrscheinlich, um irgendwann hier rauszurennen und vielleicht aus der Nähe hier Sachen platt zu machen. Ja, die haben auf jeden Fall mehr Geld. Wow. Ja, viele holen nur Pershings, verstehe ich einfach nicht, weil Super Pershings besser sind, genauso teuer sind, schneller sind, schießen besser. Vielleicht waren diejenigen zu faul, um halt die Mission, die dauert circa 1,5 Stunden, zu spielen. Aber Super Pershings sind auf jeden Fall immer eine Investition wert. Ja, die Mörser sind bereit für ihren Einsatz, das ist klar. Sturmtiger machen ihren Job gegen leichte Einheiten ohne Probleme. Ja, jetzt kommt ein Lufttransporter. Das haben die cool gemacht. Die schicken einen Lufttransporter. Wie schnell ist der? 200, okay, das ist ganz langsam. Zusammen mit ein paar Jagdbombern. Dann könnte man denken, okay, Jagdbomber haben mich platt gemacht. Aber parallel hat er, wie gesagt, hier einen Infanterist abgelassen. Kommt noch einer. Das heißt, die haben das noch gar nicht gemerkt. Okay, jetzt passiert Folgendes. Hier wurde was sichtbar. Team Gelfand hat auch so lange gewartet. Mit ihren Schüssen, bis was Schönes frei wurde, seht ihr mit einer Salve alle Verwaltungsgebäude weg. Sehr schön. Und natürlich hört das Artilleriegeballer nicht auf. Nice. Jetzt muss Team Leader was machen. Ja. Jetzt zieht er auf diese Einheiten und durch die Streuung kriegt er auch natürlich hier Gebäude platt. Flugfeld ist weg mit allen Fliegern drauf. Sehr hübsch die Idee.
Jetzt wird hier drauf gezielt, schön. Wunderbar. Wirklich wunderbar. Somit ist die Wirtschaft hier jetzt fast wieder gleich null. Klar, er nimmt jetzt hier alle Gebäude ein, die er kann. Was aber ihm nicht gefällt. Er hat jetzt schon Super Pershings. Panzerbasis außerhalb. Ja, die Mörser machen hier hinten alles platt, alle Gebäude. Weil natürlich hier hinten keine Funkstelle ist, können die auch Einheiten anvisieren. Ja, die Strategie bei diesen Dingern ist meistens nicht unbedingt, glaube ich, dass die landen sollen, sondern eher, dass die abstürzenden Flugzeuge Verwaltungsgebäude platt machen. Ja, jetzt geht hier langsam alles platt. Sehr schöne Artilleriesalven, muss ich echt sagen. Gefällt mir. So, Intel Destroyer will nicht, dass der Lilane hier drüben expandieren kann und tut natürlich jetzt auch hinten mitmischen. Das ist klar. Ja, jetzt muss Team Lila natürlich sich auf Team Gelb konzentrieren. Die Wirtschaft wurde immens geschädigt. Und wird auch weiterhin, weil halt keine Funkstelle hinten ist, können die schön eine Einheit anvisieren und alle Gebäude in der Nähe gehen kaputt durch eine Salve. Ja, und deswegen haben die Jungs halt wirklich jetzt zumindest eher durchgehend Funkstelle, wird er nachher auch haben. Damit halt nicht möglich ist, dass solche Salven hier reinkommen. Ja, Gebäude sind hier mittlerweile weg, alle. Ziemlich eklige Armee hier. Hat er auch schon Priests oder sowas dabei? Gegen die Bredas von weitem? Ja, M40er. Tun die Bredas ausmerzen. Zack. Auch cool gemacht. Weil ohne Bredas können die gar nichts machen. Ach, jetzt kommen sogar ein paar Flieger, damit die Luftabwehr draufschießt, damit dann die Mörser draufschießen können. Strategisch auch sehr cool die Idee. Ja, jetzt sind hier halt alle Gebäude weg. Aber hier ist schon ein Transporter auf dem Weg. Mal sehen, was der hier drüben vorhat. Ja, die King Tiger. Und schön aus der Distanz schießen, 500 Meter gegen P26, 400 Meter. Die Bredas blinken auch schon oder sind schon alle im Arsch durch die ganze Artillerie. Ja, das ist halt definitiv die Schwäche von Italien. Durch Artillerie schön die Bredas platt machen, dann ist die Powerwaffe weg. 600 Meter, ganz guter Schaden. Nur wenn die nicht mehr da sind. Das ist ein großes Problem. Ich glaube sogar Semovente werden natürlich durch diesen Artilleriebeschuss auf jeden Fall getötet. Das war die Mission des Wagens. Jetzt kommt auch schon von seinem Kollegen der Wagen. Mal sehen, was hier noch passiert hier drüben. Hier ist natürlich das leider alles voller Verwaltungsgebäude. Das gefällt dir natürlich nicht. Mal sehen, ob die hier drüben weiterhin das Gleiche machen. Ja, Team Lila ist komplett im Arsch. Das war's gewesen. Team Geld hat aber am Anfang schon so viel Geld gehabt, dass sie natürlich jetzt schon hier auch eine ordentliche Verteidigung haben. Also hier kann man nicht einfach so reingehen. Jetzt kommen hier IS-3. Die mag ich gerne, sind ziemlich schnell. 30 km/h. So, hier drüben wird ordentlich Wirtschaft gebaut. Wirklich eine schlaue Idee, das habe ich noch nie gesehen. Aber gar nicht dumm. Weil jetzt, die müssen ordentlich Nachschub nachholen, weil die schon von Anfang an mehr Geld hatten. Ja, Artillerie ist klar. Sobald die was sehen, zack, alle Verwaltungsgebäude weg. Wird natürlich hier drüben ein bisschen was aufgebaut. Ja,
Sehr gut, wenn man so einen Außenposten oder so ein neues Gebiet erschließt, ist das Wichtigste zuallererst Luftabwehr zu haben, weil das Schnellste, was hier sein kann, sind Bomber zum Beispiel. Danach kann man sich gegen Panzer verteidigen, das ist klar. Ja, Team Gelb will alles platt machen. Die wollen anscheinend gar nichts hier einnehmen, die wollen das weghaben. So. Der Turm hier wird natürlich auch jetzt um einiges größer. Der macht Schaden 25 gegen 4er. 24, okay. Ja, hier sieht alles wieder wie neu aus. Wunderbar. Ja, Team Lila ist gleich weg, das ist klar. Jetzt kommen ein paar Thunderbolts holen, nur zur Luftverteidigung. So, die King Tiger ziehen schon wieder weiter. Weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, da stimmt was nicht. Aber wow, hier sind einige Basen. So, passiert hier schon was? Ja. Er möchte jetzt die ganzen Mörser loswerden, weil die sind teuer. 60 Dollar das Stück. Und natürlich möchte er so viel wie möglich an den Gebäuden Schaden machen. Plus, er möchte Sicht auf die Gebäude haben für seine Kalliopes im Hintergrund. Coole Sache. Und außerdem, Pershings haben keine Chance gegen Super Pershings. Sehr nice. Seht ihr, jetzt können die Kalliope schon von hinten Gebäude platt machen. Ein paar Panzer wurden auch zerstört. Auch ein paar Jacksons raus. Ja, zur Rüstung 2 nicht das coolste, aber in der Masse auch ganz okay, hinter ein paar schwer gepanzerten Einheiten. So. Jetzt kommt einiges an Luftabwehr hier hinten hin gegen Bombingangriffe. Ah, hier warten schon Gaubitzer auf ihren Einsatz. Sobald also hier irgendwas sichtbar wird, werden die definitiv drauf schießen, das ist klar. Hier warten aber auch schon die gleichen Mörser, falls hier was sichtbar ist. Gefährlich, der Panzer ist sichtbar, aber so. Ja, jetzt kommen hier auch schon Panzer raus. Team Geld fängt jetzt, Gelb fängt jetzt hier hinten auch an, Basen aufzubauen. So, die Truppe soll hier ein bisschen minimieren. Ja, er will jetzt natürlich Aufklärer hier drüber schicken, um Sicht auf die Einheiten zu haben, um dann mit Artillerie zu schießen. Wäre jetzt nicht so viel Luftabwehr hier gewesen, wäre der Aufklärer weiter in die Basis gekommen und dann hätten garantiert die M40er und die Mörser hier auf Verwaltungsgebäude geschossen. So, jetzt gibt es hier einen kleinen Angriff. Ja, Pershings 20, Super Pershings 24 und 36 km/h, 34 km/h und kosten genauso viel. Deswegen, ich würde immer jeden Tag Super Pershings bevorzugen. Die 25 Dollar zur Investition, zur Forschung, wäre mir egal. Ja, das ist eine ekliche Einheit hier. IS-3, IS-2, alles mit dabei. Ja, hier sieht es ganz gut aus. Hier dürfte man auch gewissermaßen hier reinkommen. Ja, jetzt ist natürlich Team Blau auf jeden Fall im Wirtschaftsvorteil. Das wird auch das Spiel gewinnen.
Ja, die probieren unbedingt Aufklärer hier reinzukriegen. Ja, sogar ZSU werden jetzt geschädigt, haben halt nur eine 2er Rüstung. Das heißt, Artillerie kann die auch schön schwächen. So, jetzt ist Demolishers Haufen dran. Weil die wollen an zwei Fronten kämpfen. Hier hinten und hier, um die Einheiten der Gegner aufzusplitten. Jetzt müssen welche hier lang und hier lang. Aber ja, das ist eine ziemlich coole Geschichte, was er jetzt hier macht. Er tut jetzt diesen Trupp hier lang schicken, um alles von hier abzufangen. Und kommt jetzt von hinten mit dieser Truppe hier durch. Ganz coole Sache. Des Weiteren kommt er auch mit hier rein. Hier hinten mussten natürlich jetzt tausende Einheiten gebaut werden wegen diesem Angriff. Diese Einheiten konnten natürlich jetzt nicht hierhin gebaut werden. Hier ist aber die Hauptwirtschaft. Deswegen sehr wichtig, sowas zu verteidigen hier. Klar, jetzt können sie natürlich ein paar Verwaltungsgebäude abschießen mit ein bisschen Artillerie. Aber das ist nicht so schlimm. Jetzt haben die Jungs schon mehr Geld. Wurden ein paar Verwaltungsgebäude weggenommen, das ist klar. Jetzt sind die hier auch sehr sauer und wollen dadurch. King Tiger 24, Super Pershing 24. Gleicher Schaden. Die sind schneller, haben aber weniger Rüstung. Gut, jetzt werden hier wohl irgendwann ein paar IS-3 rauskommen, denke ich mal, oder? Ja, jetzt versuchen sie halt mit Lufttransportern durch abstürzende Flugzeuge Verwaltungsgebäude zu schädigen. Die hätten aber lieber diese Flieger von hier kommen lassen sollen. Dann wären sie vielleicht hier reingestürzt. Aber wenn sie von hier kommen, stürzen sie irgendwo hier hin. Ja, die versuchen es von allen Seiten. Auch sehr gut. Aber natürlich hat Team Blau jetzt schon mehr Geld. Das ist klar. Ja, jetzt wird hier alles entfernt, was geht. Dieser Richtung genauso. Ja, die ganzen Mörser werden nicht viel gegen Super Pershings machen. So, die sind fertig und gehen schon wieder zurück. Ja, Artillerie schießt auch von weitem, das ist klar. Das ist der Sinn der Sache, immer hinten ein paar Artillerie stehen haben. Dass wenn man eh reinmarschiert mit schweren Einheiten und Aufklärern, dass dann die Artillerie von weitem schießen kann. Wie gesagt, Team Gelb wirklich ein super Spiel auch gemacht. Die würden mich wahrscheinlich platt machen. Deswegen nicht falsch verstehen, dass ich das jetzt zeige. Die verlieren zwar, aber jeder verliert mal. Die waren aber auch wirklich sehr gut, das gelbe Team. Aber in diesem Fall war halt die Ausweichung hier drüber, um noch mehr Wirtschaft zu bauen, wahrscheinlich der Schlüssel zum Sieg. Ja. Gut, das mache ich mal auf noch schneller, weil es ist vorbei. Hier hinten ist alles weg. Der Rest hier wird auch noch folgen. Ja. Jetzt ist nicht mehr viel übrig. Zwei Willis und zwei Flieger. Komm. So. Ja. Okay, ein Level 40er sogar. Okay, aber ansonsten würde ich sagen, alle besser als ich. Ja,
Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wie gesagt, wenn ich jetzt soweit bin, dass deutsche und englische Folgen auf dem gleichen Stand sind, werdet ihr jeden Montag so eine größere Runde sehen. Natürlich auch auf einfacher Geschwindigkeit. Ich mache das jetzt nur, damit ich schnell auf den gleichen Stand der Dinge komme. Ja, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.